Soll ich klatschen? Klappe die erste. Okay, ja, erstmal Dankeschön, dass du Zeit für uns gefunden hast, lieber Tom. Erzähl uns doch mal von deinen Aufnahmen fürs Album, was jetzt im Frühling rauskommt, richtig? Mhm. Genau. Das war ein Riesenspaß, ist das Erste, was mir dazu einfällt. Und ich war sehr überrascht darüber, weil ich vorher Studioarbeit als eher als Arbeit so wahrgenommen habe. So wie zur Schule oder zur Uni gehen. Und das war einfach... Das war so ein bisschen wie so eine Gummizelle im besten Sinne. Du kannst dich da so richtig austoben. Du kannst überall gegenspringen, musikalisch, alles kurz und klein hacken. Und das haben wir auch getan. Wir haben alles ein bisschen kurz und klein gehackt und dann wieder aufgebaut. Weil wir hatten genug Zeit. Wir waren 2,5 Monate da. Und vorher für die CD hatten wir halt nicht so viel Zeit, leider. Und deswegen, für die EP, meinst du? Für die EP. Und deswegen habe ich wahrscheinlich die Arbeit daran auch nicht als so spaßig empfunden. Ich wusste zu dem Zeitpunkt auch gar nicht, wie spaßig das eigentlich sein könnte, wenn man genug Zeit hat. Und ich habe auch gewohnt im Studio teilweise. Wir haben ja in Flensburg aufgenommen, in meiner Heimatstadt. Und da bin ich dann einfach mal für 2 Monate wieder hingezogen, so ein bisschen. Ja, genau. Kannst du uns schon sagen, was uns ein bisschen erwartet oder wo die Unterschiede zu deiner jetzt Come Closer EP sind? Auf jeden Fall bin ich, seit die EP rausgekommen ist, in dem Genre Folkrock angekommen und es ist eine Folkrock-Platte. Und die ist auch, also ich will die alte Platte nicht schlecht reden, du fragst mich jetzt, die Unterschiede sind, also es wäre ja schlimm, wenn ich jetzt das, was wir jetzt gemacht haben vor kurzem, nicht viel besser finden würde als das von damals. Also das liegt jetzt schon bald 3 Jahre zurück, die EP, bald 4 Jahre sogar, stimmt. Und es ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Vielfalt dabei. Es ist, weißt du, da ist ein Liebeslied dabei, da ist ein funkiger Song dabei, da sind einige Folknummern dabei, die ruhig sind, einige auf die Fresse Folknummern und ja, einfach, also die besten 12 Songs, die ich habe bisher. Jetzt in diesem einen Jahr, es hat sich ja schon vieles, also du hast jetzt dein erstes Album aufgenommen, hättest du das vielleicht, oder wenn man weiter zurückdenkt, vor 2, 3, 4 Jahren, hättest du das erwartet? Ich habe mir das ganz, ganz doll gewünscht. Erwartet habe ich eigentlich gar nicht so wirklich viel. Ich glaube, das würde irgendwie auch zu meiner Person nicht passen, solche Sachen zu erwarten. Das würde quasi bedeuten im Umkehrschluss, dass ich mich für einen ganz Großen halte. Und im Endeffekt, ich halte mich immer für ein bisschen kleiner, als ich bin eigentlich. Das war schon immer so. Und deswegen, ich bin hierher gekommen, mit diesem Traum ein Album aufzunehmen. Und also aber auch so aufzunehmen, wie wir das gemacht haben, weil jeder kann ein Album aufnehmen, wenn er möchte. Jeder kann heutzutage zu Hause am PC mit Logic oder noch billiger mit Audacity oder sowas ein paar Songs aufnehmen, so ein Mikro und das brennen. Aber ich wollte eine richtige Albumproduktion und das ist jetzt eine geworden und das ist total schön. Und vor allen Dingen auch, und das ist so ein bisschen so ein Gänsehaut-Ding, wir haben das mal mit Crowdfunding finanziert und zu sehen, dass da so viele Leute noch dahinter stehen. Das heißt, du bist nicht nur nicht, also, warte mal, der Satz ist gerade ganz schwierig in meinem Kopf. Also es ist nicht nur so, dass du nur zu Hause aufnehmen kannst in deinem PC, du kannst auch in ein Studio rein, aber es ist sogar so, dass Leute noch dahinter stehen, und zwar sehr, sehr, sehr viele, die übers Internet dann quasi Geld investieren in das Album. Und das ist ein ganz großer Unterschied und das ist was ich mir nie erträumt hätte, wo ich auch nie von geträumt hätte, so richtig. Ist ja schon beeindruckend, wenn man dann auch sieht, wie viele Leute bereit sind, dann dafür auch im Vorhinein Geld auszugeben, um dann im Endeffekt was auf die Hand zu bekommen. Genau, also ich meine, man erwartet das wirklich nicht. Erwarten kann man nicht sagen. Ich meine, das ist so, dieses Crowdfunding-Ding, ich glaube, ganz viele Leute sagen, ja, man kann es ja mal probieren. Ich meine, kostet ja nichts und am Ende kriegen alle ihr Geld wieder, wenn es nicht klappt und dann ist es so, als wäre nichts passiert quasi. Und für uns war das halt ein großer Schritt, weil wir genau wussten, dass wir das Geld nicht haben, so, und dass wir das genau. Dann komme ich zu meiner nächsten Frage. Was war vielleicht musikalisch für dich dieses Jahr so das beste, schönste Ereignis oder der schönste Auftritt? Max Schmelinghalle in Berlin, wo übrigens diese 2 Mädels, die da drüben sitzen, auch dabei waren. Oder Luisa, du warst nicht dabei. Aber Jasmin, du warst dabei. Jasmin war dabei. In der ersten Reihe, so wie es sich gehört.
Und bei dem wichtigsten und schönsten Auftritt, den ich bisher hatte. Und da waren 8000 Leute, die Bude war brechend voll. Und das war auch das letzte Konzert von der ersten Etappe. Es gab noch eine zweite Etappe, weil wir Termine nachholen mussten und sowas. Aber das war auf ganz, ganz vielen Ebenen total Gänsehaut. War das deine eigene Tour oder war das die Unterstützungstour für Tim Bensko? Oh, das habe ich jetzt weggelassen. Das war natürlich, habe ich nicht bewusst weggelassen. Okay, ich will mich jetzt nicht größer machen, als ich bin, wie gesagt. Lieber eher kleiner. Also ich war nur die Vorband von Tim Bensko auf dieser Tour. Aber in dem Moment, wo man da diese 30 Minuten seine eigenen Songs spielt, blendet man das gerne mal aus. Also es ist so, ich habe mich bewusst nicht als Vorband, ich habe nicht als wie eine Vorband gespielt, würde ich sagen. Also bei Gloria auch nicht. Ich habe nie versucht, wirklich diesen, also im Backstage-Bereich habe ich schon so aufgepasst, dass ich nicht irgendwie zu viel von dem Obstteller nehme oder sowas, ja, schön zurückhalten und so, ich bin nur der Support. Aber auf der Bühne in dem Moment ist das meine Bühne. Und die gehört niemand anderem, weil ich bin da und so. Das ist einfach was auch durch die Tour so ein bisschen sich so eingeschlichen hat schon. So dieses Selbstvertrauen, dieses Selbstbewusstsein, okay, ich gehöre da jetzt hin, das ist mein Ding. Ja, ich denke, so muss das auch sein. So soll das auch sein. Ich glaube, die Leute haben das auch gemerkt und da waren viele Leute dabei, die gesagt haben, dass sie das jetzt nicht von der Vorband erwartet hätten. Die hätten eher so eine Art Aufwärmprogramm erwartet. Ja, das ist ja ganz häufig so. Wobei, also letztes Jahr zum Beispiel der Auftritt, wir kannten dich nicht und dann im Endeffekt haben wir gedacht, oh, ja, Tom Klose war besser als die Band, auf dessen Konzert wir... Nein, es war was anderes, natürlich. Also das kann man ja nicht vergleichen. Im Frühling steht das Album an. Was sind so die weiteren Pläne für nächstes Jahr? Kann man sich auf eine Tour freuen oder... Ich kann mich auch auf eine Tour freuen. Wir alle können uns auf eine Tour freuen im Mai. Ja. Da kann sie nicht im Mai. Sie hört gerade das erste Mal davon. Ich glaube, ich habe tatsächlich auch das erste Mal davon gesprochen. Also im Mai gehen wir auf Tour mit der ganzen Band als Albumtour. Und was und wann und wie und warum, das wird sowieso noch veröffentlicht. Das kommt noch bald. Das wird jeder dann mitbekommen, denke ich. Was ist privat eher die Frage? Du kommst ja aus Flensburg. Private Fragen finde ich super. Super? Sehr gut. Nicht immer nur über Musik. Ich bin ja auch nicht nur Musiker, ich bin ja auch privat. Kannst ja mal probieren. Warum Hamburg als Wahlheimat? Hamburg ist die nächstgrößere, also es gibt viele Gründe, ne? Nächstgrößere Stadt an Flensburg. Also die nächstgelegene Großstadt, so gesehen. Mein Bruder hat da schon lange gewohnt und mir immer wieder erzählt, wie cool das hier ist. Dann konnte ich mich selbst davon überzeugen, das ist der Grund, warum ich immer noch hier bin. Natürlich finde ich es schön hier. Der wichtigste Grund ist wahrscheinlich die Musikszene, wobei ich ja, wie gesagt, nicht erwartet habe, dass irgendwas passiert. Ich habe gedacht, ich werde immer Musik weitermachen. Und das werde ich auch, unabhängig davon, was jetzt nach dem Album passiert oder so. Und Uni. Ich wurde hier angenommen an der Uni. Und da bin ich jetzt immer noch unterwegs. Was studierst du da? Englisch. Ja, Englisch, Punkt. Wie verbringst du die Weihnachtsfeiertage? Bei meiner Familie ganz entspannt. Mit ein bisschen Gans und Fisch und ja, dem Ganzen, ja, es ist einfach so ein bisschen Family Time, muss auch mal sein, ja. Wir sind ja jetzt nur das Wochenende hier. Welche Lieblingsecken oder welche sind deine Lieblingsecken und was würdest du uns empfehlen, was wir unbedingt sehen müssen? Das ist schon fast davon abhängig, in welcher Phase du mich fragst. Also in der Phase jetzt gerade habe ich Lieblingsecken, die ich vor 2 Monaten nicht hatte. Zum Beispiel, vor 2 Monaten habe ich so gut wie gar nicht getrunken. Jetzt bin ich wieder dabei. Und eine meiner Lieblingsecken, die ganz lange eine Nicht-Lieblingsecke war, ich rede schon, viel zu lange Einleitung, Puka Bar ist eine meiner Lieblingsecken. Das war früher sowas wie mein zweites Wohnzimmer, weil ich jede Woche da war, jeden Mittwoch, für 2 Jahre. Und da bin ich jetzt wieder. Da ist so eine Open Stage jeden Mittwoch, wo man halt einfach spielen kann, wenn man Bock hat. Ansonsten, was schöne Ecken angeht, also wirklich schöne Ecken, wo man keinen Alkohol braucht, um es da zu genießen und keine Musik unbedingt, ist die Außenalster, wo ich gerne bin. Auch gerne nicht alleine. Und Landungsbrücken ist schön. Ist immer ein bisschen kalt und windig, besonders jetzt gerade. Aber das kann ich empfehlen. Alles, wo Wasser ist. Hamburg hat so schönes Wasser. Auch zum Trinken.
Ich glaube, letztes Jahr, genau, da haben wir uns auf deiner Facebook-Seite mal kundig gemacht. Da hast du eine extra Eintragung für Einflüsse gehabt. Was war da? Coldplay, Mumford & Sons, Kings of Leon, so die ganze Riege, Band of Horses. Ja, genau. Hast du als Künstler bzw. Bands angegeben, die dich in deiner Musik beeinflussen? Wenn du die Möglichkeit hättest, mit einem der vielen Aufgezählten zusammenzuarbeiten musikalisch, hättest du da so eine Wunschvorstellung? Chris Martin von Coldplay. Kurz und knappe Antwort. Das ist ganz klar. Und wenn ich den irgendwann mal kennengelernt habe, dann kann es auch vorbei sein. Dann ist auch gut. So, dann kann ich auch tot umfallen und dann habe ich alles. Dann hat man was geschafft. Also Chris Martin hat mich mehr als jeder andere beeinflusst und mir geholfen quasi mit meiner Musik. Er ist ein bisschen der musikalische Vater von mir, wenn man so will. Genau, aber Mumford & Sons natürlich auch ganz, ganz großer Einfluss. Gerade auch ein ganz, ganz großer Grund, warum ich überhaupt zu diesem Folk-Ding gefunden habe. Ich habe schon früher Folk-Songs gespielt, aber wusste nicht, dass es Folk ist. Ich mochte immer irgendwie Akustikgitarren und ich mochte Songs, die auf Akustikgitarre funktionieren und schön ruhig sind und so. Und habe dann irgendwann später gecheckt, dass das meiste von dem, worauf ich stehe, heißt Folk. Und Mumford & Sons ist sowas wie die Folkband. Coldplay machen ja keinen Folk, die haben mich anders inspiriert. Nicht vom Genre her, sondern einfach von der Grundstimmung und sein Songwriting und seine Stimme und seine Bühnenperformance. Und er als Mensch, er als Mann, top. Ich finde, man hört es auch, wenn man sich die Akustik so anhört. Yeah. Passt schon zu Mumford & Sons. Also ja, doch auch. Das Albumtitel bzw. den Song hast du ja auch eben gespielt, From Weeds to Woods. Mhm. Kannst du vielleicht den genaueren Hintergrund oder die Bedeutung so ein bisschen erläutern? Absolut, aber da hast du jetzt die Büchse der Pandora geöffnet, ohne es zu wissen, weil da kann ich dir so viel drüber erzählen. Ich könnte den ganzen Song jetzt Zeile für Zeile auseinandernehmen, das lasse ich aber. Also es geht um den Titel, ja? Der Titel klingt auf Englisch leider viel besser als auf Deutsch. Wenn man das frei übersetzen würde, würde es so von den Gräsern zum Wald heißen. Es geht einfach nur allgemein um eine Entwicklung vom Großen zum Kleinen, aber gleichzeitig auch vom Auseinander zum Zusammen, also dieses Zusammenwachsen in der Beziehung. Dann geht es um ganz, ganz viele Fragen, die man sich so stellt. Was wäre wenn und was wird passieren und warum ist es so, wie es ist und was auch immer. Und einfach sehr, sehr metaphorös. Also ich fand Bäume schon immer total inspirierend auf eine Weise, so als Metapher für alles Mögliche. Und in erster Linie für Wachstum und für Leben. So. Und Jahreszeiten sowieso, Jahreszeitenwechsel, das Wetter, das zieht sich eigentlich durch alle Songs durch von mir. Was auch schon wieder so eine Gemeinsamkeit ist, die vielleicht die Songs auf der Platte auch haben, so rein thematisch. Und ja, was wolltest du jetzt konkret wissen? Habe ich die Frage? Ich glaub, du hast die Frage ganz gut beantwortet. Ja. Einen wichtigen Aspekt gibt es da noch, wo ich jetzt gerade davon spreche, wie die Songs zusammengehören auf dem Album. Die Songs, die da drauf sind, sind teilweise 7 Jahre alt. Und es ist halt alles, was ich bisher so geschrieben habe, über so einen ganz langen Zeitraum. Und es ist auch bei den älteren Songs, im Gegensatz zu den neuen Songs, einfach eine Entwicklung erkennbar. Also die sind auch gewachsen mit mir gleichzeitig. Die fangen auch an wie so ein Samenkorn, was die Idee ist, wo dann so ein Strauch draus wird, der dann irgendwann zum Baum wird. Und am Ende hat man halt so einen Wald aus Songs, die man dann auf dem Album tun kann und rausbringen kann. So, ja. Ja. Ja, schön. Ach, was mir noch jetzt als letztes einfällt, neues Album, wird man vielleicht dann auch in der Zukunft mal ein Musikvideo oder sowas in der Art sehen? Das drehen wir tatsächlich demnächst für die Vorab-Single. Ich darf aber nicht verraten, welcher Song das ist. Aber ich darf nicht demnächst mein erstes Musikvideo drehen, ja. Ich bedanke mich wirklich ganz herzlich. Es hat uns total gefreut, glaube ich, dass wir das jetzt hier machen konnten, so spontan. Schön, das glaube ich auch. Ich habe immer Bock, über Musik zu reden. Ich würde jetzt auch noch eine Stunde weitermachen, wenn ihr Zeit hättet. Können wir den noch? Habt ihr noch Batterien? Noch haben wir. Du kannst auch gerne noch weitererzählen, vielleicht auch wenn ich keine Fragen mehr habe. Vielleicht purzelt ja aus Versehen irgendwas raus, das man gebrauchen kann. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich da drüben mal abbauen muss langsam. Super. Vielen Dank. Dankeschön. Hat mich gefreut. Gute Fragen. Schönen Abend. Euch auch.